Das ECOS Hub ist die neue Inbetriebnahmeanwendung für Installateure von eCactus. Es ist im iOS App Store und Google Play Store erhältlich. Zuerst melden Sie sich in den ECOS Hub App an. Wenn Sie noch kein Konto haben, registrieren Sie sich bitte mit Ihrer E-Mail-Adresse. Wählen Sie das richtige Datenzentrum aus. Dann geben Sie Ihren Account und Ihr Passwort ein. Fügen Sie einen neuen Standort hinzu. Der Inbetriebnahmeprozess besteht aus 4 Schritten. Nur nach Übertragung der Site auf das ECOS App-Konto des Besitzers kann die Inbetriebnahme als abgeschlossen betrachtet werden. Schritt 1. Erstellen Sie einen neuen Standort. Tippen Sie auf das Plus-Symbol, um einen neuen Standort zu erstellen. Füllen Sie alle notwendigen Informationen aus, um die Standortdetails abzuschließen. Stellen Sie beim Auswählen des Landes oder der Region sicher, dass Sie dasselbe Land wählen wie der Standortbesitzer. Andernfalls wird die Standortübertragung in Schritt 4 fehlschlagen. Auch die E-Mail-Adresse oder Handynummer des Besitzers ist erforderlich. Diese Informationen werden nur für den Kundendienst verwendet. Schritt 2. Gerät hinzufügen. Überprüfen Sie die Hinweise und Anmerkungen zur Inbetriebnahme. Sie können Ihnen helfen, die Aufgabe reibungsloser abzuschließen. Erlauben Sie den Zugriff auf das lokale Netzwerk, um das Gerät hinzuzufügen. Die App benötigt lokale Netzwerk- und Bluetooth-Berechtigungen, die für den Inbetriebnahmeprozess erforderlich sind. Beachten Sie auch, dass nur 2,4 GHz Wi-Fi unterstützt wird. Das Gerät unterstützt derzeit kein 5 GHz Wi-Fi. Geben Sie den Ziel-Wi-Fi-Account und das Passwort ein. Überprüfen Sie, bevor Sie die Bestätigungstaste drücken, ob das blaue Licht im WLAN-Modul schnell blinkt. Wenn kein Licht blinkt, denken Sie daran, das Wi-Fi-Modul zu stecken und nach 10 Sekunden wieder einzustecken. Dann drücken Sie die Bestätigungstaste. Die App wird den Verbindungsprozess des Geräts automatisch abschließen. Die App benötigt etwa 60 Sekunden, um die Verbindung herzustellen. Bitte warten Sie geduldig. Jetzt haben Sie das Gerät erfolgreich verbunden. Klicken Sie auf OK, um Schritt 2 abzuschließen. Schritt 3. Überprüfen Sie die voreingestellten Konfigurationen. Klicken Sie auf den Start-Konfigurationsknopf. Das Gerät wird automatisch die Checkliste durchgehen. Es wird nicht lange dauern. Wenn einer der Konfigurationen nicht erfolgreich geladen wird, tippen Sie auf das Aktualisierungssymbol, um neu zu laden. Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration den Sicherheitsanforderungen entspricht, bevor Sie sie speichern. Schritt 4. Standort übertragen. Überprüfen Sie doppelt die ausgefüllten Standortinformationen und stellen Sie sicher, dass alle Informationen korrekt sind. Stellen Sie auch sicher, dass der gesamte Standort bereit ist, an den Besitzer übertragen zu werden. Nachdem dieser QR-Code generiert wurde, benötigen Sie das Mobiltelefon des Besitzers und die ECOS-App. Bitten Sie den Besitzer, die ECOS-App auf seinem oder ihrem Mobiltelefon herunterzuladen und die Registrierung abzuschließen. Stellen Sie sicher, dass das korrekte Land und die richtige Region ausgewählt sind. Loggen Sie sich in die ECOS-App mit dem Account und Passwort des Besitzers ein. Tippen Sie auf die Schaltfläche Jetzt hinzufügen, um die QR-Code-Scan-Funktion zu finden. Scannen Sie den QR-Code aus der ECOS Hub App und klicken Sie auf Bestätigen, um den Standort zu akzeptieren. Nun kann der Besitzer den Echtzeitstatus seines Wechselrichter- und Batteriesystems aus der Ferne sehen. Sobald der Standort an den Besitzer übertragen wurde, wird der Prozess im ECOS Hub automatisch abgeschlossen. Und auf der Startseite wird der Standort für 72 Stunden lang angezeigt, damit die Installateure den Kundendienst durchführen können. Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Installation des neuen eCactus Standorts. Im ECOS Hub Konto des Installateurs wird der Standort für 72 Stunden lang aufgeführt. Nach 72 Stunden wird der Standort aus ECOS Hub entfernt und ist nur noch über die ECOS App des Besitzers zugänglich. Um die Betriebsberechtigung für das Gerät wiederzuerlangen, ist die Zusammenarbeit mit dem Besitzer erforderlich. Zuerst muss der Besitzer den Geräteteilungs-QR-Code in der ECOS App erhalten und ihn dann dem Installateur über Methoden wie Screenshots senden. Zweitens loggt sich der Installateur in die ECOS Hub App ein und scannt den vom Besitzer geteilten QR-Code. Das Gerät wird automatisch in die ECOS Hub App des Installateurs synchronisiert. Nachdem der Installateur den QR-Code gescannt hat. Die Gültigkeitsdauer beträgt ebenfalls 72 Stunden.
Installateur und Besitzer können das Gerät gleichzeitig in ihrer EcoSub-App oder EcoS-App sehen.